Ich war im Urlaub und habe mir das Teil hier vom Urlaub mitgebracht. Das ist eine Campingpfanne. Ich habe zwar schon einige, aber so eine hatte ich bis jetzt noch nicht. Die hat noch nicht mal 19 Euro gekostet, funktioniert wunderbar. Ist vor allem 9 cm tief. Und dass man mit 9 cm Tiefe einen richtig schönen Braten drin machen kann, das zeige ich euch heute. Nämlich heute gibt es Hackfleischrolle gefüllt mit Handkäse. Also lasst euch überraschen und vor allem viel Spaß beim Nachkochen. Guten Abo, wenn ihr es gemacht habt. Bis gleich. Ciao. So, und da kommen wir auch zu den Zutaten. Ihr braucht 3 große Gemüsezwiebeln, ihr braucht Backpapier, Öl, 4 Esslöffel Mayonnaise, 500 Gramm Hackfleisch, Rind, dünne Scheiben gekochter Schinken, eine Tomate und eine Knoblauchzehe. Was ich euch unterschlagen habe auf dem Bild, ihr braucht weiterhin noch eine Flasche Malzbier und einen guten, wirklich guten Handkäse oder HC-Roller genannt. So, zuerst feuern wir die Zwiebeln klein und zwar aus einer halben Gemüsezwiebel. Machen wir ganz feine Würfelchen, die stellen wir zur Seite. Den Rest können wir grob machen. Und jetzt haben wir hier das Hackfleisch und da machen wir einmal diese Knoblauchzehe. Schön reingepresst und unsere klein gehackten Zwiebelchen dazu. Jetzt kommt die Mayonnaise, 4 Esslöffel waren das. Dann Salz, ordentlich Salz, das verträgt ein bisschen was. Kocht ja nachher noch schön. So, Pfeffer und etwas edelsüßen Paprika. Jetzt mengen wir das Ganze durch, bis von der Mayonnaise, die wir da reingemacht haben, eigentlich nichts mehr da ist und die schön in den Teig eingearbeitet ist und eine schöne Hackkugel da liegt. So, die zeige ich euch auch gleich. Sollte jetzt ja irgendwann mal fertig sein. So, da ist er. Gut. Da ist er, der Handkäse. Ich habe 2, also es war ein harter Roller mit 4 Scheiben und 2 haben eigentlich genügt. Ich hatte mal alle 4 ausgebreitet, 2 habe ich weg, die habe ich dann später so gegessen. Und Handkäse ist geschnippelt, dann kann er weg. Jetzt nehmen wir unser Backpapier, legen das aus und machen unsere Hackkugel drauf und die verteilen wir jetzt, dass wir ein Rechteck haben. Also nicht auf das ganze Papier, sondern es sollte schon noch so, ich sage jetzt mal einen halben Zentimeter dick, sollte die Hackmasse schon noch sein. So, haben wir das getan, machen wir unseren dünnen gekochten Schinken darauf. Den fächern wir auf. Die letzte Scheibe war ein bisschen viel, jetzt lege ich trotzdem noch oben drauf. Jetzt kommt der Handkäse. So, und jeder kann da jetzt machen, was er will. Also kannst einen anderen Käse reinmachen. Also Käse sollte schon drin sein, aber welchen Käse man nimmt, das ist dann immer noch Geschmackssache. Ich habe hier Kräuter der Provence drüber gemacht, muss auch nicht unbedingt sein, mir schmeckt's. So, und jetzt geht's ans Rollen. Wir haben ja eine Hackrolle. Das heißt, wir nehmen das Backpapier und schlagen einmal kurz unten am Ende um, drücken das etwas an. So, und jetzt zurück. Jetzt nehmen wir die Ecken und falten sie so nach innen ein, dass die Rolle dann auch später zu bleibt und nicht aufgeht. Das kann man dann mit dem Backpapier noch so genau ein bisschen nachmachen. Und jetzt fangen wir an zu rollen. Immer schön hin und her. Ich habe das jetzt mal etwas schneller gemacht. Aber letztendlich ist es so, man rollt das einmal ein, dreht es um, wieder und immer wieder Backpapier zurückziehen. Und ganz zum Schluss, wenn man dann fertig ist mit dem Rollen, macht man dann so ein kleines Bonbon draus. Dreht also die Enden zu, wie ich es hier gemacht habe. So. Und anschließend machen wir die Pfanne heiß und machen Öl rein. Und dann kommt unsere Hackrolle schon zum Einsatz. Ich habe hier meine Campingpfanne verwendet. Also wer die Möglichkeit hat, sich so eine Pfanne zu organisieren, der sollte es tun. Da kann man so viel drin machen und die sind wirklich toll. Also die gibt es auch in verschiedenen Tiefen. Und die hat jetzt 9 cm Tiefe. Gibt es aber auch schon kleine. So, die Hackrolle haben wir jetzt angebraten. Holen sie wieder raus. Und jetzt machen wir die Pfanne sauber. Nochmal Öl rein. Und jetzt kommen unsere Zwiebeln. Die braten wir jetzt wirklich schön an, bis sie gebräunt sind. Und wenn sie dann gebräunt sind, dann kommt die nächste Unterschlagung von mir, die Flasche Malzbier. Da kommt wirklich eine ganze Flasche rein. Und glaubt mir, die Soße anschließend. Die ist einfach, die ist schon für sich eine Sensation. So, wenn sie kocht, die Soße, einmal aufgekocht ist, dann kommt die Rolle wieder zurück. Dann kommt der Deckel drauf
und die Hitze wird reduziert. Wir nehmen da also ordentlich Hitze weg. Das muss jetzt nur noch so leicht vor sich hin simmern. Und zwar ungefähr 30 Minuten. In der Zwischenzeit schneiden wir uns eine schöne große Tomate in dicke Scheiben und fächeln diese Tomate dann anschließend oben auf die Hackrolle drauf. Da ist es auch schon einmal, da habe ich gedacht, ich kriege die hin, war nett. Also ich musste nochmal anfangen, das seht ihr aber gleich. Ich habe sie dann gefächert. So, und jetzt habe ich nochmal Salz und noch ein bisschen Kräuter der Brauwurst drüber gemacht. Deckel wieder drauf. Und jetzt braucht die ganze Chose nochmal so ungefähr 15 bis 20 Minuten. Dann kann sie raus und kann eigentlich schon serviert werden. Mit der guten Soße, die kann man also normalerweise, ich musste sie jetzt nicht mehr andicken, war eigentlich okay. So, jetzt falten wir mal das Ding auseinander. Da ist er. Da unten rechts in der Ecke ist unser Handkäse zu sehen, wie er schön verlaufen ist. Man sollte die Rolle eigentlich nochmal so 5 Minuten liegen lassen, dass der sich wieder etwas fängt, sonst läuft er wirklich komplett raus. Ja, und mir bleibt jetzt nur noch einen guten Appetit zu wünschen. Ich habe es mit dem Nudelsalat gegessen, war lecker. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss und euer Micha.